fand es bemerkenswert, was Sie in Sachen Höcke sagten. Ja. So, und da muss ich dann schon sagen, es ist manchmal zu leicht. Erstens die Aussage, das ist der schlimmste Nazi in diesem Lande, da soll die Kunst alles dürfen. Da sage ich salopp gesagt, es gibt noch einige Nazis, die wesentlich schlimmer sind. Das soll man sich als erstes merken. Das sollte man nicht... Oh, jetzt, kauft mir, glaube ich, das oh, jetzt fällt das Mikrofon ab. Ausgerechnet jetzt, wo Sie auf die Höcke-Nummer eingehen, fällt das Mikrofon ab. Ob ich da helfen will, das weiß ich gar nicht so genau. Oder hole ich da... Sie wissen, mit wem Sie es zu tun haben, ne? Sie wissen, mit wem Sie es zu tun haben, wen ich im Zweifel hier raushole, ne? Kennen wir ja gut. Nein, wunderbar. Jetzt steht es wieder wunderbar. Ja, jetzt sieht es so scheiße aus, aber ist egal. Das geht ja um den Inhalt, ja. Es geht doch um die Sache. Es geht ja, natürlich. Habe ich denn als den Schlimmsten bezeichnet? Ich glaube, ich habe ihn... Ja, den Schlimmsten und gefährlichsten Nazi. So, da sage ich, da sollten wir sehr aufpassen. Erbärmlich, habe ich gesagt. Nein, das macht es nicht besser. Ja. So, damit will ich sagen, ob er der erbärmlichste Nazi ist, das sei mal sehr dahingestellt. Ich glaube, es gibt noch eine ganze Ecke mehr. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Ja. Man muss bei Höcke und den Aktionen der Kunst, die man verteidigen kann, ja. Und trotzdem sind wir noch beileibe nicht das Land, das förmlich die Kunstfreiheit abgeschafft hätte. Auch da sollten wir zurückhaltender sein. Man sollte sich überlegen, dass nicht jede Kunst sehr klug ist. Denn das Problem ist gerade bei Aktionen, die dem AfD-Haufen sofort den Schuldfaktor bzw. den Opferfaktor zuschreiben, wo Höcke sich quasi ausruhen kann auf der Tatsache, da ist ihm wieder Böses widerfahren, ist immer jedes Mal willkommene Munition für die AfD. Das heißt, eine Aktion, so amüsant sie vom Zentrum für politische Schönheit gewesen sein mag, ist in dem Augenblick, wo sie Höcke das Argument liefert, hier bin ich ungerecht behandelt worden, hier ist etwas widerfahren worden, gerade mit dieser Überwachungsfrage, was durchaus nicht ohne Kritik geblieben ist, dann ist der AfD ein Trumpf zugespielt worden. Damit will ich sagen, es ist manchmal zu einfach, diese allgemeine Nazi-Keule zu schwingen, das macht den Umgang mit der AfD eher schwieriger. Das ist wert für einen schnellen Applaus, aber es ist mit der AfD schwieriger. Wir sollten da aufpassen und nicht die ganze Wählerschaft vor allem beispielsweise sofort, das sind 6 Millionen, sofort als Nazis in Gänze verurteilen. Diese Leute werden wir ein Stück weit zurückgewinnen müssen. Ja, das ist die größere Aufgabe. Ja, deswegen meine ich das nur. Ja, das ist eine andere Diskussion. Also, ob man die dann als Nazis bezeichnet oder nicht, ist eine andere Frage. Bei diesem Projekt des Zentrums für politische Schönheit, ja. ich gebe Ihnen in einem Punkt recht. Es ist natürlich eine Aktion, die Höcke natürlich genau oder der AfD in die Hände spielt. Ich weiß. Ich habe selbst sehr lange mit mir gerungen, wie ich das finden soll. Ich habe mir lange Gedanken darüber gemacht, was ist der entscheidende Punkt und worum geht es da. Und am Ende bin ich, auch wenn ich dem selbst lange zwiespältig gegenüberstand und lange brauchte, um dazu eine Haltung zu haben, war ich am Ende der Auffassung, am Ende finde ich die Aktion deshalb gut, weil sie auf mehreren Ebenen humoristisch und ironisch arbeitet. Der Anlass dieser ganzen Aktion war zu sagen, der thüringische Verfassungsschutz, also der Verfassungsschutz des Landes, in dem Herr Höcke eine Rolle spielen möchte, dessen Landesverband der AfD angehört, dieser Verfassungsschutz hat beim NSU so kolossal versagt, dass wir einen zivilen Verfassungsschutz aufbauen wollen. Mhm. Schon das ist eine ironische Ebene, die ich prinzipiell als eindeutig künstlerische sehr stark finde. Und dann zu sagen, wir bauen dieses Holocaust-Mahnmal da auf von einem, der das echte als Denkmal der Schande bezeichnet hat und wollen ihn zum Kniefall zwingen und spielen dann noch als ziviler Verfassungsschutz die Karte, wir haben ihn ja überwacht seit Monaten, wir haben Informationen, die ihn zu Fall bringen können und wir scheinen ihn zu erpressen. Das ist auf so vielen Metaebenen sehr ironisch und das spielt so sehr mit moralischen Klischees, die allzu selbstverständlich geworden sind, dass ich sage, am Ende, auch wenn ich zwiespältig war, sage ich, das ist eine geile künstlerische Aktion und die sagen, naja, das darf Kunst aber nicht, spielen der AfD genauso in die Hände. Und deshalb verteidige ich diese Aktion so vehement. Ja. Kann man gerne verteidigen. Das Problem ist, Ironie will verstanden werden. Und das ist der eigentliche Witz der Angelegenheit. Und ich sage nochmal, wenn Sie der Meinung sind, das haben Sie ja auch gesagt, wir haben es weitgehend mit Dumpfbacken und Nazis zu tun, dann werden Sie keinen Erfolg mit Ihrer Ironie haben. Und das ist ein Teil des Problems. Das heißt, Sie spielen ein Stück weit genau mit diesem Überschuss an Ironie denjenigen in die Hände, die sagen, das ist uns absurd, das erscheint uns eine groteske Geschichte. Das ist etwas, was selbst einem Höcke zu nahe tritt. Und das will ich zu bedenken geben. Ich glaube, wir machen es uns manchmal dazu einfach. Und bei der AfD, Sie haben ja völlig zu Recht gesagt, die AfD hat es uns in gewisser Weise jetzt wieder leicht gemacht. Die AfD ist in der Tat auf dem letzten Parteitag massiv nach rechts gerutscht. Das war tatsächlich der Sieg der Höckerianer, wenn man es so nennen will. Aber das ist das Interessante. Jetzt gilt es, den anderen Teil möglicherweise wieder zurückzugewinnen. Und das ist das eigentlich politische Anliegen der nächsten 4 Jahre. Die 13% werden vielleicht eines Tages wieder 6.
Denn ich glaube, sie werden nicht so schnell verschwinden, aber vielleicht werden sie weniger. Aber, das, ne? aber ein Punkt, Sie sagten, Ironie will auch verstanden werden. Sie können doch nicht den unfähigen Empfängern der Ironie anschließend sagen, ja, ja, der Sender ist schuld, der hat die Ironie nicht kenntlich genug gemacht. Dann können Sie bei so und so vielen Theaterstücken sagen, ah, das ist aber Ironie, die versteht keiner, das können wir nicht machen. Dafür sind doch die Sender nicht verantwortlich dafür, dass es Leute gibt, die nur mal Ironie nicht verstehen. Und wir haben ein Ironiedefizit in diesem Land, das ist kein Grund, sie nicht zu bedienen. Ob wir ein Ironiedefizit in diesem Land haben? Ja, definitiv. Wenn Sie das meinen, es gibt lange Diskussionen über die Frage, ob nicht die Ironie eigentlich die Leitidee und die Leitmelodie der letzten, seit den 90er Jahren ist. Wir haben doch eine absolut, das ist ja sogar Teil dessen, was wir hier machen. Ist eine Generationsfrage. Absolut. Wir sind doch eine absolut verspaßte Republik. Das will ich jetzt nicht kritisieren. Aber meinen die Ironie, Sie? Aber wenn wir so verspaßt wären, dürften Sie hier nicht sitzen in der Satire-Show. Das muss ich Ihnen klar sein. Ich mache jetzt den Partycracker. Ja, los. So, ja, geil. Finde ich geil. Und deswegen, das hat mir ja Spaß gemacht. Beim letzten Mal war Blome hier. Den habe ich auch gekillt. Eben, also ich mache das auch mit Ihnen. Damit will ich sagen, nein, ich will doch damit nur sagen, ich glaube, diese AfD-Frage, und das ist überhaupt der Punkt. Die gegenwärtige Politik ist so existenziell, das meine ich im Ernst. Sie taugt immer für einen guten Witz. Aber die Frage dessen, was jetzt wirklich da passiert in den Jahren dieser Republik, in den Fragen, was mit dieser Politik und mit dieser Demokratie passiert, ist eine, da ist es nicht damit getan, dass man mit einem Zentrum für politische Schönheit wieder ein dolle Ironie in die Luft bläst. Wir haben ihn überwacht und danach heißt es edgy badgy, es ist nichts gewesen. Das ist zu wenig. Das hat das Zentrum hier übrigens in Berlin auch mal gemacht, deswegen wiederholt sich das manchmal. Können Sie sich vielleicht erinnern, da war das ein wahnsinnig ironisches Spektakel. Flüchtlinge fressen. Wir werden Flüchtlinge den Löwen vorwerfen. Ein irrsinniges Ankündigungsspektakel. So, was ich übrigens hochgradig zynisch fand in der Ankündigung, da hörte für mich die Ironie sehr schnell auf und am Schluss wurde gesagt, ist ja nichts gewesen. Das heißt, das ist eine Wiederholungslogik des Ironischen, die man dann doch auf die Klugheit dieser Aktion hinterfragen müsste. Denn Politik soll frei sein, aber sie muss auch klug sein. Das wäre meine Devise. Es gibt einen in dem Zusammenhang, letzter Satz dazu, es gibt in diesem Zusammenhang ein schönes Interview mit Beat Wiss, einem Kunstwissenschaftler, der gesagt hat, Politik ist die Kunst des Möglichen und Kunst ist die Politik des Unmöglichen.